Schön, dass du da bist. Willkommen zu einem Zwischenvideo innerhalb der Serie Merkmale von Hochsensibilität. Und zwar möchte ich einfach nochmal konkret darauf hinweisen, wie wichtig das Thema Grenzen setzen ist. Weil wenn du die Serie verfolgt hast, wirst du festgestellt haben, dass egal welches Merkmal von Hochsensibilität gerade dran ist, dass Grenzen setzen den Unterschied macht zwischen Überforderung und einfach zu viel wahrzunehmen oder eben einfach sich abgrenzen zu können, auch Nein sagen zu können. Und dann wird dieses Merkmal zu einer Begabung und zu einem riesigen Geschenk. Und ja, auch einfach die Einladung an dich, dich nicht zu viel zu beschäftigen mit diesen ganzen Unterscheidungen. Dieses Merkmal, jenes, dann gibt es hier noch das und tausend Dinge, tausend Details, weil sonst kannst du dich leicht in den Blättern verlieren quasi, des großen Baumes der Hochsensibilität. Und wenn du stattdessen zu den Wurzeln gehst oder zum Ursprung, zum Samen, nämlich zum Thema Grenzen setzen und die Frage, wer bin ich und wer bin ich nicht und wo ist gerade meine Grenze, dann ändern sich von ganz alleine auch die Blätter und die Äste und der ganze Stamm. Also so ein bisschen wie, als ob in dem Thema Hochsensibilität die DNA, also als ob die DNA von dem Thema Hochsensibilität auch die Frage nach Grenzen beinhaltet. Und ändert sich die DNA, dann nimmt alles eine ganz andere Form an, von ganz alleine. Und so kannst du dir auch das Leben leichter machen. Weil in dem Moment, wo du lernst, Grenzen zu setzen, ändern sich all diese Eigenschaften von alleine. Das heißt zum Beispiel im Bereich Sehen bist du nicht mehr überfordert von all den Werbebotschaften, die da draußen sind, sondern kannst es einfach abschalten. Oder wenn du viel riechst, okay, da ist es dann gut, die Aufmerksamkeit zu verlagern. Da kann man nicht so viel machen. Aber wenn zum Beispiel viel deine Fantasie durchgeht und du merkst dann 2 Monate später, ich kann mich besser abgrenzen, das ist viel angenehmer im Zusammenleben mit anderen Menschen. Und auch, ja, ich denke gar nicht mehr so ausufernd in meiner Fantasie, sondern es hat eher einen praktischen Bezug. Deswegen die Wichtigkeit des Themas Grenzen setzen. Und wie gesagt, auf meiner Webseite gibt es einen kostenlosen 5-teiligen Kurs komplett zum Thema Grenzen setzen, wo ich einfach dir ein bisschen zeige und ausmale, wie dein Leben sein kann und auch mehr darauf eingehe, was sind Grenzen, ja, und auch ganz viele Ängste vor Grenzen setzen wegnehme. Weil als ich selbst angefangen habe, Grenzen setzen zu lernen, war es für mich kein Thema, wo ich mich mit Freude draufgestürzt habe, sondern eher etwas, wo ich dachte, das ist das Letzte, was ich machen will. Ich will mich doch mit anderen verbinden. Ich will doch offen sein für alles. Und dann zu sehen, dass meine Angst davor, mich abzugrenzen, eher dazu führt, dass ich nicht verbunden bin mit anderen, weil ich nämlich nicht da bin, weil, ja, wer nicht Nein sagen kann, kann auch nicht wirklich Ja sagen. Das heißt, es war eher so ein neutrales Zwischending von gar nichts. Also ich habe weder das Ja noch das Nein. Ja, das hat mir dann einfach gezeigt und das Bewusstsein gegeben, dass es mir Vorteile bringt, Grenzen zu setzen. Und dass auch andere Menschen das toll finden, also dass es für alle besser ist, wenn ich Grenzen setze und dass alle verlieren, wenn ich keine Grenzen setze. Als weiteres Beispiel, wenn du schlecht Nein sagen kannst und zu viel machst, dir zu viel aufhalten lässt zum Beispiel, Pflichten von anderen übernimmst und dann irgendwann explodierst, unter dem Wutausbruch leiden dann alle, nicht nur du, sondern auch alle anderen. Und dazu muss es nicht kommen, wenn du vorher schon Nein sagst. Und ich weiß, das ist ein Thema, es macht nicht unbedingt viel Spaß, das zu lernen. Es kann auch sein, dass damit verbunden viele Ängste sind, nämlich du selbst zu sein und überhaupt Nein sagen zu dürfen. Und gleichzeitig möchte ich dich ermutigen und dir sagen, dass wie alles, vor dem man Angst hat, ist es so, da wartet ein riesiger Schatz dahinter. Das ist wie ein Scheinriese. Je näher du kommst, desto kleiner wird dieser Riese und irgendwann merkst du, hey, das ist gar kein Riese, sondern kann ein guter Freund sein und gar kein Feind. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wundervollen Tag. Nächste Woche geht es dann wieder normal weiter mit dem nächsten Teil der Videoserie Merkmale von Hochsensibilität nach diesem kurzen Zwischenspiel. Lass mich gerne wissen, ob du weitere Fragen hast zum Thema Hochsensibilität. Vielleicht Fragen, die ich noch nicht beantwortet habe. Ich sammle nämlich gerade mal wieder Videovorschläge, Ideen für Videos. Und dann sehen wir uns nächste Woche im nächsten Video. Herzliche Grüße und alles Liebe.